Glück auf und willkommen zurück zu Minecraft. Ich wollte Stein holen. Und das tut er auch. Da, da, da. Nur welchen? Ich könnte Tuff nehmen, poliert. Das wäre was. Tuff Steinziegel. Jo. Tuff Steinziegel. Ich muss sagen, das mit der Tuff Steinziegel echt gefällt, ne? Der ist halt optisch zwar wie ein normaler Steinziegel halt, aber der hat eine andere Farbe. Der ist irgendwie ein bisschen... Der passt ein bisschen besser meistens rein. Demzufolge... Bist du jetzt der Begrenzungsstein zwischen dem Platz und, ja, der Natur. Der Track ist neu. Für alle, die es wissen wollen. Und der ist auch von YouTube, der ist ja von diesem Creator Studio Gedöns da. Gibt's ja immer mal so gratis Musik, die man irgendwie für Videos nutzen kann. Das Feature ist an sich echt geil, nur das meiste davon ist meistens unbrauchbar. Weil es für die eigenen Zwecke meistens nie genau das ist, was man braucht. So, schon mal ein bisschen das hier irgendwo hin platzieren, da wo es ganz passabel erscheint. Hier so in der Zentrale kann ein bisschen mehr davon hingeballert werden, an den äußeren Rändern gar nicht so viel. Doch du passt da eigentlich ganz gut hin. Du eigentlich auch dahin, dafür du kommst du ja weg und kommst dann da irgendwie dahin. Hier kommt wieder ganz wie gewohnt diese Erde hier hin. Ja, noch so ein bisschen Cobblestone brauche ich. Noch ein bisschen noch normalen. Da hier schwere Sachen abgestellt werden, muss ja auch der Boden, ne, ein bisschen fest sein. Das hat er. Brachte uns alles damals unser Kranführer Ronny bei. Na? Und bevor man angeschrien wird, wenn er schon so höflich nachfragt, ob man wisse, wie viel so ein Kran wiegt, macht man es doch lieber gleich ordentlich, oder? Gut, ich brauche auf jeden Fall nochmal Fichtenzäune, fällt mir gerade ein. Die guten alten Fichtenzäune, wie schnell ist, Alter, wie schnell wird es denn Nacht? So, die Erde kann weg. Die Erde kann weg. Ich brauche aber dann nochmal ein bisschen was von der hier. Das dürfte sogar schon genügend sein. Der Tuff kommt auch wieder dahin, wo er herkommt. Und zwar seine angestammte Kiste. Davon brauche ich noch ein bisschen was. Und wie gesagt, Fichtenzäune brauche ich noch. Das müsste auch, glaube ich, neu sein. Gut, dann nochmal schön ein paar Zäunchen bauen. Crafting Table. Fichtenzaun. Das könnte ganz gut reichen. So, da wird es schon wieder Nacht, Alter. Die Laternen dürfte ich. Die müssten auch noch dabei sein. Die sind auch dabei. Sehr schön. Dann mal schön gucken und vor allem schön bauen. Schön gucken ist zwar das eine, aber schön bauen ist das andere. Das ist halt so eine Sache, die müsste man echt mal nachts sehen, ne? Einfach um zu wissen, wie das Ganze wirkt und so. Gut, hoffentlich reicht der Stapel auch aus. Aber 64 sollten es eigentlich echt tun, ne? Ich finde es interessant, dass einfach die Stapelmenge
vier, also maximal vier, so 64 ist. Ich würde gerne mal wissen, wie da der Notch drauf kam, ob das irgendwie was mit der Technik irgendwie ist, dass irgendwie das mit 64 eigentlich funktioniert, oder ob das irgendwie einen anderen Grund hat. So 2, 2, 4, von beiden Seiten 4. Ja, das ist als Eingang genügend. Der Rest kommt. Eigentlich sieht man jetzt hier auch schön Unterschied, ne? Zwischen dem, wirklich, zwischen dem, ich würde es mal Mausgrau nennen und dem grünlichem Grau des Tuffs. Ist eigentlich auch eine geile Blockpalette, ne? Hoffentlich ist es jetzt, geht's genügend für rundherum hier einmal. Ja, doch, das müsste aber reichen. Das müsste ganz gut reichen, denke ich. Tut's auch. Und dann kommt hier schön oben drauf noch der Holzzaun, dass der ja kein Mensch drüber kommt. Betreten für unbefugtes Personal ist verboten. Ah, das dürfte aber zu wenig Zaun sein. Oder? Nägel ab, gar nicht. Der Zaun reicht. Dann kann man hier dann quasi sein ganzes Lagergut abstellen. So Fässer, anderes Gedöns. Ihr wisst halt alles, ne? Irgendwie halt so Zeug. So, dann kommen jetzt da nochmal ebenso für die Beleuchtungszwecke. Da nochmal was drauf. Da und da nochmal was drauf. Und nochmal, also die Ecken schon mal prinzipiell. Das sollte eigentlich genügend sein, oder? Beziehungsweise kommen. Das ist too much hier an der Stelle. Machen wir lieber nochmal. Also erstmal was fressen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Wir machen es mal nach 8 Blöcken. Nee, nach 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Du bist der 8. Und da kommt's hin. Ist zwar jetzt nicht exakt die Mitte, ist aber scheißegal. Das ist mir vollkommen wurscht, ist mir das. Jetzt kann man theoretisch, wenn man noch ein bisschen was da hätte, was ich habe. Noch so ein bisschen. Noch so ein bisschen den Weg andeuten. Der muss ja nicht vollständig gebaut sein, aber wenigstens so eine Andeutung quasi. Dass ja mal ab und zu was lang fährt. Das kommt alles noch, dass man das ja auch noch ein bisschen so. Erst so schmal, dann so ein bisschen breiter da lang zieht. Kann man doch eigentlich anbieten, oder? Jetzt brauche ich nur noch unbedingt ein paar Kisten vielleicht auch, dass man dann noch ein paar Kisten mit abstellt, aber auf jeden Fall brauche ich einen Haufen Fässer. Fässer werden es auf jeden Fall sein. Vielleicht deute ich noch mal so ein bisschen so einen Container an mit Eisenblöcken, vielleicht. Ist kein Muss, aber eventuell. So Fässer, wie baut man ein Fass? Fass. Nur aus Holz und vor allem Halbsteine brauche ich dafür. Du kommst da rein. Holz. Ich habe davon echt keine mehr. Krasser Scheiß. Junge. Gut, ich brauche auf jeden Fall noch mal ein paar Halbsteine. Das klappt auch damit, ne? Nee. Nur mit Gestein, toll.
Das ist falsch. Das hier unten ist richtig. Oh, genügt. So, das war glaube ich so, ne? Oh boy, wir werden noch eine ganze Menge mehr davon brauchen. Noch mehr Holz. Ja, hier so aufteilen. ...15 Stück. Ist schon mal ein Anfang. Aber ganz ehrlich, das wird nicht reichen, oder? Ich kann mal gucken, wie weit es reicht. Okay, der Track, der hatte gerade ein sehr seltsames Ende. Ein sehr abruptes vor allem. Ich muss auch noch ein bisschen nach da dann wahrscheinlich, ne? Mit dem Weg. Nö, komm. Das ist schon besser. So, wie will ich die jetzt stapeln? Ich muss irgendwie mal ein bisschen... Das bindet an, das gefällt mir nicht. Gut. Dann will ich die mal... So stapeln hier. Beziehungsweise kommt dann noch mal eine, so eine Reihe hin. Und dann brauche ich noch mal Erde hier. Nicht das. Oh. Erde. Hallo. Wobei es schon... Maximal da unten nochmal zwei hin. Ah, nee, das ist für einen Stapel schon zu viel. Erde. Zack. Erde weg. Gut, haben wir schon mal den ersten Stapel, dann kommen die anderen so ein bisschen gar nicht so. Ein bisschen so aufgestellt hier. Dann vielleicht nicht direkt beim Eingang, sondern ein bisschen weiter weg. Vielleicht hier so. Dass man so ein bisschen so. Da sind halt die ganzen Dinger da, die ganzen Güter. Ja, ein Container passt halt nicht hin, ne? Ja, dafür ist zu wenig Platz. Aber noch ein paar mehr Fässer auf jeden Fall werden es tun. So, dann werden wir uns noch mal ein paar bauen. Gucken, wie das dann so wie als Bild dann harmoniert. Holz ist ja noch genügend da. Davon haben, zumindest von dem haben wir ja noch am meisten hier. Ich brauche vor allem einen Haufen Halbsteine und halt normales Holz, ne? Ich glaube, die normalen Holzblöcke an sich selbst, ich glaube, die werden am meisten... Gut, dann das Fass, ne? Einmal so, einmal so. Einmal so, einmal so. Einmal so, einmal so. 46, das könnte schon eher hinhauen. Noch ein paar als Reserve noch, ne? Und es wird schon wieder Nacht. Mein Finger, Alter. Das tat gerade ein bisschen weh. Und da muss auch noch mal was drauf. Am besten hier so eine einfache Lederkleidung. Ja, mit einem Fass in der Hand schlafen, warum auch nicht? Ne? Wer kennt's? Ist ultra gemütlich. Es ist ein wunderbares Kuscheltier, so ein Fass. Schön hölzern. Denn wie auch ebenfalls bekannte, sehr, sehr weise Leute einst sagten,
Holz sieht sehr schön aus. Holz ist vielseitig. Du kannst es zum Beispiel, du kannst es sägen oder du kannst es verbrennen. Wenn du es verbrennst, dann kann Holz sogar Wärme spenden. Wenn du es sägst, dann zwar nicht, aber wenn du es verbrennst. Dann noch mal ein bisschen was drauf. Ja, das ist zu nah an der Wand, das gefällt mir nicht. Da noch ein bisschen was hin. Ah, das kann ein bisschen anders platziert werden. Hier ist so zum Beispiel. Dann kann man vor allem jetzt hier noch. Das ist ein größeres Fass, halt ein längeres Fass zum Beispiel. So kann man es noch irgendwie noch ein bisschen gestalten, dann da noch ein einzelnes gleiche hinten irgendwie noch so hinballern hier. Damit zeigt man halt, dass hier ein bisschen was gelagert wird. Vielleicht noch irgendwo so ein paar Kisten vereinzelt dann noch mit hin. Und vor allem kann dann da nochmal, hier kann auch noch mal ein bisschen was hin, und zwar... Oh. Hier so. Aber nee, das ist doof. Vielleicht eher hier so. Dass man hier schon mal ein bisschen was rumsteht, dass man halt sehen kann, hier wird Fracht entladen. Kann man vielleicht noch da noch was so ein Verbindungsstück und da noch mal irgendwie noch, wie da noch sowas ran und weißt du? Hier wird Fracht entladen. Und auch hier drüben. Na, hier, da kann man wunderschön, ne, sehen, da wird irgendwie mal was entladen. Da passt es auch alles ganz gut hin. Dann nochmal ganz kurz wieder alles auslagern und einlagern. Dann haben wir es auch schon wieder geschafft für heute. Mensch. 18 Fässer auf Reserve, falls man dann irgendwann mal noch mal was braucht. Ich habe das noch dabei. Ich habe das noch dabei. Da komme ich gerade wieder auf eine kleine Idee. Und zwar könnte man hier noch so ein Ding hinbauen. Verstehst du? Das ist falsch. Gut, ganz kurz wieder mal die stylische Hochbauerde. Und es fängt an zu schiffen. Ach klar, dass es anfängt zu pissen, wenn ich gerade was draußen baue. Ist doch immer so. Bist kaum mal ganz kurz draußen unterwegs, fängt es ja an rumzuschiffen. Es ist... Schon fast Normalzustand hier bei uns. Gut, wo kommt alles hin? Du kommst zum besonderen Holz. Du kommst zum normalen Stein. Du kommst ja auch mit zum normalen Holz rein. Und ihr auch. Die Erde kommt zur Erde rein. Die grobe Erde kommt mit zum Kies und zum Wegezeug. Der Cobblestone, der kommt auch mit hier rein. Dann haben wir noch ein bisschen Grünzeug und noch ein bisschen Saatgut.
Ja, noch, ja, wir haben schon kräftig, wir haben schon kräftig Saatgut von Bäumen gesammelt. Pilze haben wir auch. Die müssten eigentlich woanders rein. Die müssten eigentlich mit zu den Fressarien dazu. Da passen sie eigentlich am besten hin. Die Laternen sind eigentlich Spezielles. Wir haben doch genügend Heu haben wir noch da. Wir haben sogar Fackeln da. Krasser Scheiß. Wie es weitergeht beim nächsten Mal. Bis dahin, ihr habt euch wohl und tschüss.